Hallo und herzlich willkommen zu Freundschaftsspiel, wollen wir es mal nicht nennen. Wir spielen unsere Spieltagsprognose vom 10. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth. Und heute zu Gast bin ich auf Braunschweig beim Robert. Hallo. So, dann geht's auch schon instant los. Ja. Dann wird auch gar nicht lange rumgekleckert. So. Nee, viel Vorgeplänkel gibt es nicht. Nee, auf keinen Fall. Also ich wüsste auch nicht, was ich erzählen soll, so Braunschweig. Ja. Ach, ja, das sah doch bis hierhin schon mal sehr gut aus, ne? Ah ja, das sagst du irgendwie immer. Was, dann verträgst du kein Lob? Was ist denn los? Also ich bin immer sehr skeptisch gegenüber Loben. Das sieht so lange gut aus, bis du einen Ball hast. Na klar, tritt ruhig um. Kein Thema. Mach ruhig. Tob dich ruhig aus an meinem Abwehrspieler. Oh. Ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Mit meinen pinken Schuhen. Ja. Die Prinzessin gleich mal gereizt, ha? Ja, Nacken aus der Krone gebrochen. Naja. Oh, Cinderella und ihre hübschen Schuhe, du. Mhm. Aus Glas. Das Pinke waren die Füße. Na klar, du wirst dich da so durchrangeln können, das ist doch zum Heulen. Ja, ich kann das. Ich habe hier immerhin eine gefühlte Erstligamannschaft. Oh, du stehst aber kompakt vor meinem Tor. Was ist denn da los? Tja. Hast du mega offensiv eingestellt oder was? Nein. Hallo, wir haben hier die 17. Spielminute. Da bin ich noch nicht mega offensiv. Ich bin sogar ausgeglichen. Faul, aber derbe. Warum wird er nicht gepfiffen? Faul. Warum wird er nicht gepfiffen? Hast du nicht eben was von Prinzessin erzählt? Ja, und die wurde eben gefault, meine Prinzessin. Ah, so sah es aus. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht, sag ich. Ich weiß es nicht, kriegst du. Du kriegst sogar noch Ecke. Aber warum kannst du den nicht in die Hand nehmen, Junge? Was bist du denn für ein Torwart? Eigentlich vom 16er, vom 11-Meter-Punkt geköpft. Schwung geholt wie der Steinschleuder und dann durchgezogen. Ah, ich und Ecken, das klappt auch immer sehr gut, wie man sieht. Ja, ging doch. Ja, es war mal eine andere Variation. Haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ich muss ja, wie das hier. Was war das denn? Was war das denn? Ich muss ja ein bisschen was bieten, ne? Also das grenzt echt schon an Arbeitsverweigerung. Na klar. Na, ich würde es als faul pfeifen. Ganz ehrlich. Ah. Da geht aber auch keiner ran. Die bleiben da einfach stehen. Das ärgert mich, ey. Das ärgert mich wirklich. Aber sie haben es doch versucht. Ja, naja. Deine Nummer 13. Versucht. Versucht. Wir sind hier nicht auf der Waldorfschule, hier zählen tatsächlich noch die Ergebnisse. Also, mir bringt das überhaupt nichts, wenn mein Abwehrspieler auf dem Elfmeterpunkt seinen Namen tanzt. Das brauche ich nicht. Aber es hätte gut ausgesehen, wenn der einen Handstand gemacht hätte. Schon wieder Danielsen. Hat er nicht gestern schon getroffen? Ja, gestern war es aber der Ausgleich. Gestern war es der Ausgleich. In der 84. Minute oder so. Hey, jetzt komme ich mit meiner Nummer 23 und jetzt mache ich euch alle nass. Sehr gut. So wünscht man sich die Flanke. Ja, den Pass wünscht man sich genauso. Oh, wechselt doch mal auf die richtigen. Oh, du bist so ein beschissenes Spiel, wirklich. Sehr gut.
weil du scheiße bist. Auch der stand im Abseits da unten, na klar. Ja, der stand im Abseits, eindeutig. Eindeutig. Deswegen zeigen sie es auch nicht nochmal. Ja, weil sich das Spiel gerade nicht sicher ist. Spielt, na klar. Sehr gut. Sehr gut, der Druck muss größer werden. Warum haut er den denn nicht gleich weg? Das verstehe ich nicht. Und wo rennt denn der Stürmer hin? Oh. Alter! Dämlicher Zweitliga-Fußball, ey, wirklich. Ah. Sagst, die Zeit ist auf deiner Seite. Was sagst du, ich soll das abbrechen, ja? Ich sag, hör auf mit Trinken und schieß endlich. Ich hab nicht getrunken. Nee, ich hab das genau mitbekommen. Was, dass ich trinke? Ja, sicherlich. Wenn ich trinke, hört sich das anders an. Na, taktisches Foul. Guck mal, gibt nicht mal eine gelbe. Das kommt doch rückwärts zu dir ran, siehst du? Ah, guck mal hier, der macht Moonwalk übers Feld. Ah, oh, hier, den schön von hinten penetrieren. Bang, bang, Boateng. Ach, wäre das schön gewesen. Naja, geht so. Ach. So, jetzt pass auf, jetzt hörst du, wie es sich anhört, wenn ich trinke. Brauche ich doch nicht, ich hab's doch gerade eben schon gehört. Ich hab nichts getrunken. Hast du einfach so abgeschmatzt? Ja. Ich habe meine Lippen sanft aneinander gerieben. Oh, du. Da kommt der jetzt nicht besser hier, der Blondkopf. Oh, es ist doch. Es ist doch nicht wahr. Ach, der Schiedsrichter spielt ja gar nicht bei mir. Ha, weise Erkenntnis. Ist das nicht eigentlich auch verboten? Was ist verboten? Dass der Schiedsrichter das gleiche Hemd anhat wie die Mannschaften, die spielen. Der sagt FIFA, who cares, ne? Ja, irgendwie. Oder sie haben mir einen 12. Mann gegeben. Na komm, los Leute, holt den Ball. Ach, scheiße. Oh, das ist doch zum Kotzen, ey. Oh, ja, das war eine tolle Aktion, Torwart. Wie du dich da reingeworfen hast, wirklich sehr schön. Jetzt artet es aber schon wieder in ein zartes Gebolze aus. Oh, du lässt dir so einfach den Ball abnehmen. Oh, du bist doch so ein Nixkörner, ey, wirklich. Zu Recht spielst du bei Fort. Völlig zu Recht. Was ist denn jetzt? Na, wenn du jetzt langsam hier rote Augen kriegst und andauernd treten musst. Ja, ich mach doch einfach mal hin. Wenn du es wegmachst. Wenn du es wegmachst. Oh, das ist doch. Da rennt auch keiner mit! Da rennt keiner mit! Da habe ich kein Verständnis dafür. Wirklich nicht. Er bleibt stehen. Na klar, was war denn das für eine Aktion? Das war ein Tor, Junge. Ein Tor war das. Naja. Ein bitter nötiges Tor. Aber auch nur resultierend aus meiner Mannschaftsfehler. Ne? Verdient war es mal ganz davon abgesehen auch nicht. Ach, sowas von. Vor der Zeit. Ja. Sehr schön. Guck's dir an. Ja, mach ich. Kein Problem. Ja, muss er ja.
Ja, wenn du das nächste Mal, oder wenn ich dann das nächste Mal ins Tor schieße, wirst du das genauso mitkriegen. Du, das habe ich schon. Das hast du vorher auch. Ich glaube nicht. Doch, na klar. Hast du vorher noch nicht weggedrückt. Du hast mir sogar noch im Detail gezeigt, wie dein Torwart gejubelt hat. Dein Torwart, Junge. Jetzt wirst du aber größenwahnsinnig. Da sind schon einige Dinger reingegangen. Ich möchte an den Rückenschuss erinnern, gestern gegen Daniel. Ach, den ich nicht gesehen habe. Kann ich nicht mitreden. Ach so, na, das ist ärgerlich. Was hat er denn jetzt? Warum denn jetzt schon wieder? Naja, weil du unfair spielst. Du fängst mit dem Geholze an. Ja, ja. Das ist doch nicht schön. Guck mal hier, mein Schwarzer penetriert dich von hinten. Bang, bang, bang. Abwehrspieler, ich schmeiße mich mit allem dazwischen, was ich habe. Ja. Ah, warum schieße ich denn nicht? Ach, Mann, ey. Geht hier ein bisschen der Stift, Sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo wir nur noch unentschieden spielen? Nee. Ich erinnere ja gerne immer an die 94. Minute oder so, das sind ja meine Spezialminuten. Wenn ich gegen dich spiele. Oh, stark. Ja, sehr stark. Zur 94. wird es nicht kommen. Nee, es gibt nur drei nach. Ja, ja, okay. Das ist schlecht. Aber da musst du dich beim Schiedsrichter beschweren, da kann ich nichts tun. Der trägt doch deine Vereinsfarben, was soll ich mich da beschweren? Ja, dann bist du ja eigentlich noch gut bedient. Mit dem 1-1, ne? Den kriegst du nicht mehr. Nee. Oh Mann, ey. Warum? Weil der dumme Schiedsrichter dort stand. Ah, das sieht schon wieder genauso aus. Genauso stelle ich mir das vor. Ach, leck mich doch am Arsch. Ah. So was Unverdientes. Mir echt, Junge, ein du hast Stein das vom Herzen. Glück mit dem Löffel gefressen. Die einen sagen Glück, die anderen sagen können. Naja. Ja. Hat doch deine Trikotzupferei hat da nichts gebracht. Da ist er wie ein Mann, ist er durchmarschiert. Und da das Knöpfe drücken, was ich da höre, das nützt ja auch nichts. Das ist ein Sieg in letzter Minute, muss zelebriert werden. Naja, richtig. Du könntest jetzt aber dann doch mal. Ja, oder? Hat er doch. Sehr gut. Nicht nur gewonnen, sondern den Schwarzen noch einen mitgegeben. Hm. Ja, traumhaft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 90. Minute, das hätte ich für ein bisschen gelogen. Ach, guck mal hier. Ich gewinne jedes Mal einen scheiß Pokal. Immer mit Kräuter Fürth, gell? Das war gestern schon so. War es gestern mit Kräuter Fürth, ja? Ja. Ja, sehr schön. Kräuter Fürth gewinnt viele Pokale. Da kriegen die Spieler wahrscheinlich immer als Motivation verliehen. Viele unnütze Pokale. Mushaga Pakenga. Mushaga Pakenga. Alles klar. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen.